Super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder bei der Pokémon Pearl Wedlock Challenge. Im letzten Part haben wir Rose Kawaii angezogen. Warte, wie heißt das? Den haben wir, Gott, wie heißt denn das? Cosplay Bidiza. So. Scheiße. Und sind ein bisschen nach Flori gegangen und jetzt werden wir Flori erkunden. Willkommen in Flori, warte, Blumen. Oh Gott, nein, ich will hier jetzt schon nicht mehr hier sein. Sinnebeere, jo, Sinnebeeren pflücken wir. Gut, dass es in diesen Dörfern immer nur so wenig Häuser gibt, aber die Beeren nehmen wir mit. Die können wir vor Arena kämpfen, den Pokémon geben und das wäre dann gar nicht mal so dumm. Ja, und hier kriege ich eine Gießkanne, glaube ich. Von dir kriege ich eine Beere geschenkt. Gott, dass ich das noch auswendig weiß, irgendwie schon traurig. Aber hey, ich habe Perl so oft gespielt und Diamant und Platin und ja. Eine Phragia-Beere, die hilft gegen Verbrennung. Wenn das, ja. Auf jeden Fall. Und von dir oder von der Tussilatin kriege ich eine Kanne? Ach so, ich kriege Accessoires gegen Bären. Nein, warum? Bären sind doch viel besser als Accessoires. Von dir kriege ich eine Kanne. Genau, hier war das ja die Enton-Kanne. Also mein Favorit war ja die Enton-Kanne. Also was gab's noch? Die Weimar-Kanne, die Loturzel-Kanne, was gab's denn noch? Die anderen fällt mir gerade nicht ein. Hi! Flori war eins dann. Ach, Shigi-Kanne, genau, Shigi-Kanne gab's ja auch. An oder, ja, die hier pflanzten Menschen Blumen und dann wusste niemand Rat und irgendjemand hat die Natur den Hügel irgendwie schön gemacht. Ich habe nicht zugehört. Findest du es niedlich, wenn Pokémon Bären pflücken? Ja, voll. Oh, cool. Pflücker. Flucker, das ist eine Attacke vom Typ Flug, oder? Oh, bitte lass das. Dafür du da lernen können, das wäre super. Bitte. Flucker. Hätte der Gegner eine Beere, steht der Angreifer sind günstig raus. Oh, Stärke 60. Oh, bitte. Aber ich glaube, das Pokémon braucht das so einen Schnabel. Oh, nein, du kannst das erlernen. Geil. Oh, Leute. Dafür du nicht eine Flugattacke. Oh, das ist super. Kraftreserve hätte ich eigentlich gerne gelassen. Erstauner. Mal sehen. Das wäre gut gegen Pflanze. Brauchst du dann nicht mehr und gegen Psycho, da ist der Erstauner. Okay, scheiß auf Blutsauger. Der ist eh voll schwach. Und dafür der lernt Pflücker. Yeah, geil. Cool. Finde ich super, echt. Das mag ich. Okay, hier ist nur noch ein. Ach, hier unten ist auch noch ein Haus. Okay. Dann gehen wir hier auch noch mal rein. Ah, hat jemand von euch eine Beere? Hi. Einige Arten von Pokémon erscheinen nur, wenn sie vom süßen Duft des Honigs angezogen werden. Ach ja, stimmt, hier gab es ja diese Honigbäume. Das sollten die, wenn es irgendwann mal ein Perlo-Diamant-Remake geben wird, was ich sehr stark hoffe, dann sollten die das mit den Honigbäumen auf jeden Fall ein bisschen weiter ausbauen. Ach ja, ihr Flach-Typen, Nasen. Sind wir vom Team Galactic oder sind wir das nicht? Und doch müssen wir hier zwischen den Blumen herumstehen. Das ist kein bisschen cool. Ey, auf zu molzen, das ist eine ehrbare Aufgabe. Aber Käfer und Pflanzen-Pokémon finde ich einfach nur gruselig. Deshalb wäre ich auch lieber woanders. Ja, weißt du was, wir gehen jetzt auf diesem Weg hier lang, um keine einzelnen dieser wunderschönen Blumen zu zertrampeln. Ach, fick dich. Okay. Gut, ich weiß, was wir machen müssen. Leider weiß ich es nur zu gut. Ah, Beeren. Ja. Maronbeere. Maron. War das gegen Schlaf? Boah, keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich egal. Pirsif ist gegen Gift, das weiß ich. Ich dachte früher immer, die heißt Pirsif. So wie Pfirsich, so, wisst ihr? Warte mal, heute ist nicht Freitag. Fuck, heute ist Donnerstag. Ich muss morgen nochmal aufnehmen, dann kann ich da einen Driftlon fangen. Oh! Warte mal. Driftlon. Warte mal, das ist eine neue Route, ne? Flori. Route 205. Ja gut. Hi. Hilfe, Trainer. Kannst du meinen Papa holen? Er arbeitet in dem Windkraftwerk. Aber die Leute, die aussehen wie aus dem Eisen, ganz fies und wollen mich nicht hineinlassen. Ich hätte gerne einen Driftlon. Warte mal. Das ist eine neue Route wieder, ne? Nee. Aber das Windkraftwerk ist eine eigene Route. Genau. Okay, dann werde ich hier kein Pokémon fangen. Weil dann werde ich mir am Freitag hier das Driftlon holen, was hier immer am Freitag erscheint. Oh, das wird cool. Das wird ja mal sowas von cool. Dann kann ich mir ein Driftlon fangen. Ja. Hi. Ach ja, Windkraftwerk. Ökologische Energie nach vorn oder so. Okay, Twix. Hast du deinen ersten Auftritt. Wag es bloß nicht, in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, dass jedem, der nicht zu Team Galactic gehört, den Zutritt verboten ist. Also ich sehe es mir so aus, als würdest du doch versuchen wollen, hineinzugehen. Also gut, dann lass uns um den Zutritt kämpfen. Oh, bitte lass ihn Zubat haben, das wäre sowas von cool.
Er liegt nämlich gleich eine effektive Attacke gegen dich. Ja, hi. Oh, natürlich hat er kein Zubat. Und Charmian. Charmian wäre auch ein cooles Pokémon. Ich mag Charmian irgendwie. Auch wenn viele Charmian nicht mögen. Ich mag es. Ah, oh, du bist Level 11. Wieso? Ich mache erstmal ein paar Mal ein Niegler. Du kannst nämlich Kratzfurie. Ach, du Arschloch. Was soll denn das? Toll. Jetzt mache ich weniger Schaden und er macht weniger Schaden. Das hat sich ja voll gelohnt. Kratzer, ja. Das dürfte eigentlich... Was? Ach so, war ein Volltreffer, okay. Wollte gerade sagen. Steinwurf. Los! Macht wenigstens ein bisschen Damage, auch wenn er gesenkt wurde. Dafür, dass der Angriff gesenkt wurde, macht es guten Schaden. Oh Gott, jetzt haut es mir die Ohren voll. Das macht jetzt wieder einen auf Krümels Plinfer. Ah, Heususen, Charmian. Töte es, bitte. Du machst trotzdem guten Schaden, Twix. Ich hoffe, du bist ein guter neuer Mann für Daffodil. Aber momentan sieht es echt so aus, als könnte es dir was werden. Ja, Twix, du hast es drauf. Twix, 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 Twix. Oh ja. Alter! Charmian! Du ekelhaftes... Ah! Okay, klar, jetzt geht's natürlich daneben. Mach's alle! Komm schon, Twix! Das ist dein erster Auftritt! Mach dieses Charmian kaputt! Los! Steinwurf! Ja, sehr gut! Komm, das ist doch jetzt weg! Ist ja mal sowas von weg! Ha! Dummes Charmian! 166, das... Ja? Ja? Das war viel. Kein Level up, aber es war viel. Als ob ich mit einem Pokémon wie diesem überhaupt eine Chance hätte. Nicht gegen Twix. Was? Ich bin nicht das Schönste? Nein, bist du nicht. Aber ich bin doch so wunderschön. Du bist einfach nur eitel, Twix. Ah. Meinst du wirklich? Ja. Sag du es jetzt nur, weil ich naiv bin? Nein. Na, wenn das nicht großartig ist, von einem dummen Bike aufs Kreuz gelegt. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mit meinem eigenen Schlüssel hier einschließe. Denn es gibt nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die im Blütenfeld stehen. Das habe ich jetzt einfach nur so gesagt. Hahaha. Und so werde ich zum Verlierer und... so werde ich zum Gewinner und du zum Verlierer. Oder keine Ahnung. Okay. Ist es doch überhaupt nicht... Oh Gott. Wäre da jetzt ein Pokémon gekommen, der hätte ich keinen Driftlord mehr gehabt. Geholen können. Hi, kleines Mädchen. Du bist mir gerade eigentlich egal. Ich bin jetzt eigentlich... Ach komm. Für die 10 KP können wir jetzt auch kurz ins Pokémon Center gehen. Ja. Ja, ja, die Tür ist in der Mitte. Ich weiß, es ist sehr schwer, durch eine Tür zu gehen, aber versuch's bitte trotzdem. Ich meine, es passiert euch doch im echten Leben auch mal, dass ihr einfach mal, dass ihr so eine Tür seht und so denkt, fuck, wie gehe ich da jetzt rein? Und dann lauft ihr dagegen und daneben und ich schaff das einfach nicht. Und dann merkt ihr, dass da Ziehen dran stand und ihr die ganze Zeit gedrückt habt. Ach ja, passiert so oft. Okay, Twix, du hast gerade gut gekämpft, du machst jetzt weiter. Hi. Schade, es ist kein Doppelkampf. Gib den süßen Honig her. Du weißt, wir sagen, dem Galactic wird den Honig bekommen. Nicht den süßen Honig. Wir werden damit eine große Zahl Pokémon anlocken und dann fangen. Hey, das Kind hat alles gesehen. Was machen wir nun? Das fehlte noch, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Bike seinen Mund hält. Wir kleben ihn zu. Gute Idee. Sehr gute Idee. Das finde ich ein bisschen schade, dass das hier kein Doppelkampf ist. Aber hey, ein Wumpel, das ist keine Herausforderung gegen Twix. Twix macht dieses Wumpel fertig. Nicht wahr, Twix? Twix! Ja, natürlich mache ich das Wumpel fertig. Ich bin Twix, der Größte, der Coolste, der Aller. Jetzt sei ruhig, Twix. Gott, eitles Kleinstein. Naiv bist du auch. Aber du, passt du zu Daffodil? Du passt bestimmt zu Daffodil. Daffodil ist frech. Hier ein sehr komisches Paar, aber passt schon. Und ein Level-Up für Twix. Schaloko ist auch vom Typ Käfer und es kann eh nur härten, also pfff. Schaloko. Hallo, Schaloko. Und du stirbst auch. Tschüss. Gut, dann stirbst du in einer Runde. Oh Gott, ich will jetzt nicht zu oft daneben treffen. Das könnte sonst sehr extrem lange dauern. Schaloko ist das neue Safcon. Kaputt. Kaputt. Bitte. Danke. Wunderbar. Schaloko wurde besiegt. Und 138 Erfahrung.
Das ist kein neues Level Up, das ist schade. Aber ich kämpfe jetzt noch gegen den anderen. Da ist bestimmt ein Level Up drin. Ich werde nicht der Rüpel sein, der ich immer sein wollte. Meine Mutter habe ich nie geliebt. Mann, ist das lahm. Sie werden mir den Lohn kürzen. Ihr kriegt Lohn? Als ob. Ich bin das nächste dran. Ach nee. Mit dir zu kämpfen, nachdem du geschwächt wurdest, finde ich äußerst reizvoll. Ja, vor allem, weil Twix so viele KP verloren hat. Das ist ziemlich grausam jetzt von dir. Ein Zubat, ist ja super. Also, ja, doch, ein Gestein-Pokémon lohnt sich im Team. Das finde ich gut. Ich sammle viel zu oft die Musik mit. Steinwurf. Blutsauger. Pff. Als ob das viel Schaden macht. Dummes Zubat. Twix, lässt du dir das gefallen? Ich glaube nicht, dass du dir das gefallen lässt. Zeig ihm den Steinwurf. Oh ja, genau diesen Steinwurf. Mitten in die Fresse. Und kaputt. Sehr gut. Super gemacht, Twix. Das war schon Level 11. Die steigen hier echt vom Level an. Muss ich echt sagen. Aber Twix auch. Twix ist Level 13. Das finde ich gut. Keine neue Attacke, aber ist okay. Hätte ich doch nur einige brauchbare Pokémon. Super gewinnt 440 Euro. Oder so. Poké-Dollar. Diese Rotznase ist stark. Sogar mehr ist nur stark. Mir fehlen die Worte. So stark ist das Kind und mein Wortschatz ist recht groß. Das war's hier für uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Da ist der süße Honig. Oh, was ist das für... Ach nee, das ist der Schlüssel. was ist das für ein Ding? Sie müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel. Der gehört bestimmt zu dem Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Du kannst ihn meinetwegen haben. Weißt du, der gehört nicht mal ihm. Aber hey, nimm den Schlüssel, kleines Kind. Dem vertraue ich ihn an. Ja, ich habe den K-Schlüssel. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Die schenkst du mir jetzt Honig, bitte? Ich hätte gern Honig. Honig! Nur ein Honig. Alter, so ein Geizkragen, ne? Okay, wenn du einen Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Das bedeutet, ich werde heute Abend, glaube ich, nochmal aufnehmen. Nee, nicht heute Abend. Freitag werde ich aufnehmen, also morgen. Dann schmier ich hier erstmal ein bisschen Honig dran. Dann kann ich mir hier ein neues Pokémon fangen. Und vom Windkraftwerk ein Driftlon. Das wird super. Super cool. Ich werde dann aber zuerst das Driftlon fangen, weil... Das Driftlon ist mir eigentlich gesagt wichtiger, weil hier kann nur Scheiße rauskommen, halt wegen männlich und weiblich, wisst ihr? Weil beim Driftlon ist es dann noch egal, aber bei dem anderen da auf dem Honigbaum nicht mehr. Ja, ich soll dann nachgucken, ob sich was bewegt. Ist okay, ja. Oh, ein Mamfaxo wäre cool. Oh, dann Scaraborn, ey. Das wäre super. Ja, hier gibt es Blumen, die sind voll schön. Danke. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Okay, gut, dann gehen wir jetzt ins Kraftwerk. Ich wusste früher übrigens nie, weil ich so dumm war, wofür die Buchstaben standen. K und so, aber... Ja, K-Schlüssel steht für Kraftwerk-Schlüssel, aber... Damals bin ich nicht drauf gekommen. Ich hab's nicht gecheckt, wieso. Ja, ich muss nicht ins Pokémon-Center, das ist... so ein bisschen dem, was ich verloren habe. Warte. Nein, nicht Beutel. Nicht den Beutel. Nicht den Beutel. Ich will wissen, wie jetzt nach vorne kommt. Dafür, jetzt bist du mal wieder dran. Ja, ich finde, mein Team ist momentan recht in Ordnung. Vor allem von den Level her. Die Attacken von allen sind auch durchaus brauchbar. Außer von Rose, die bräuchte noch eine stärkere. Hi! Wie bitte? Nee, oder? Nee, oder? Du hast den Schlüssel? Da hätte man die Tür ja gar nicht abschließen müssen. Jetzt bin ich der große Verlierer. Aber ich habe keine Zeit für Selbstmitleid. Ich werde dem Commander Bescheid geben. Gib du deinem Commander Bescheid und ich werde mich hier umsehen. Oh, das ist ein Doppelkampf, oder? Nein, ist kein Doppelkampf. Ist nur einer. Und der ist dumm. Aber ich werde gegen ihn kämpfen. Hi. Hallo. Ich mache keine Späße, Kind. So handhabt das ein Profi. Leute, er ist ein Profi. Ich bin Profi. Auf jeden Fall. Und er hat ein Panikon. Oh ja. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, mit der ich mich nicht stellen kann. Scheiß Panikon. Du wirst jetzt sterben. Mit Pflücker. Und ich habe ganz, ganz, ganz leicht Angst vor dem Commander. Ich glaube, der hat das Skuntank Level 14. Das kann Nachthieb. Das, ja. Und Gift- und Lichttyp ist die blöde Sache. Ich glaube, der hat nur Bodenschwäche. Und ich habe keinen Boden-Pokémon. Das heißt schon, aber das kann keine Bodenattacke. Ich glaube, ich werde Panpyro einsetzen. Weil da ist das nicht sehr effektiv, weil Unlicht gegen Kampf ist nicht sehr effektiv. Tempo-Hieb ist in Ordnung effektiv, glaube ich. Ich werde einfach Tempo-Hieb die ganze Zeit einsetzen. Ist nicht sehr effektiv auf Gift, aber sehr effektiv auf Unlicht. Und es hat trotzdem noch Step und
Glut hat zwar auch Stärke 40, aber warte mal, dein Angriff ist gleich hoch wie dein Spezialangriff, nicht wahr? Ja. Glut kann verbrennen. Aber Tempohieb trifft zuerst. Ah, ich teste einfach beides. Mal gucken, welches, wie hoch die Verteidigung, Spezialverteidigung von dem Ding ist. Ich rede zu viel. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen, das ist unsere Mission. Danke, dass du mir das sagst, du Vollidiot. Kein Ding. Hi. Eine Herausforderung schon wieder. Ein Baumpil. Finde ich super, die sind alle anfällig gegen Flug- und Gesteinattacken. Das heißt, ich kann Daffodil ja ordentlich gut trainieren. Hi. Das ist Daffodil. Daffodil wird dich jetzt fressen. Das schmeckt gut. Ja, Daffodil, das schmeckt sehr gut. Aber ich werde zur Sicherheit Snickers eine Sinnebeere geben. Nur zur Sicherheit. Ich habe nämlich keinen Bock, dass Snickers mir wegstirbt. Weil Snickers ist mein absoluter Favorit momentan. Mein absoluter Favorit. Und den möchte ich auf keinen Fall verlieren, weil Panferno ist mein Lieblings-Pokémon. Und ich will ein Panferno-Team haben. Oh Gott, das wird so cool. Spoiler. Oh Gott, Charmian. Ihr macht es euch immer so schwer und zieht die Kämpfe so in die Länge. Ach komm, jetzt wo Daffodil fluckert, macht er dich fertig. Daffodil, du bist echt stark geworden. Am Anfang so mit Blutsauger und ich konnte dich echt kaum trainieren, aber inzwischen bist du ordentlich gut. Und dieses Charmian geht mir auf den Sack. Es guckt einfach so böse. So richtig fies. So, ich kratze dir die Augen aus. Ich bin Italiener. Nee, Russe, nee. Welche Leute haben denn so einen Akzent? Oh Gott. Auf jeden Fall welche, die nur rumheulen, wie es aussieht. Flück ist tot. Gut gemacht. Ach, Volltreffer. Sehr schön. Boah, Entschuldigung. Da muss ich kurz aufstoßen. Und Level Up für Daffodil. Sehr schön. Level 13. Biss. Sehr gut, da haben wir ihn. Den Biss. Und Biss ist genau wie Erstauner sehr effektiv auf Geist und Psycho. Erstauner hat Level 30 und hat Stärke 30 und Biss hat Stärke 60. Deswegen, sorry Erstauner, aber Biss ist in dem Fall besser. Oh, ich freue mich schon, wenn es Giftzahn erlernt. Das wird schön. Sehr gut. Spieler besiegt Galaktika-Rüpel. Wieso heißt das eigentlich nicht Galaktischer Rüpel? Das wäre auch viel besser. Ich habe nie verstanden, wieso die Galaktika-Rüpel heißen. Galaktik. Galaktik, Team Galaktik. Klar, kommt wahrscheinlich davon, aber trotzdem. Okay, ich habe eine Sinnebeere. Denn ich darf den Items geben, das zählt ja nicht als Heilung. Also, es ist zwar schon eine Heilung im Kampf, aber es ist jetzt kein Trank und deswegen darf ich das benutzen. Weil das ist ja ein Item. Ja. Und Sinnebeeren sind erlaubt in solchen Challenges. Okay, Commander. Mars war das, ne? Ah, das Beste ist, irgendwann welchen Pokémon ja sogar noch Mars nennen. Ha, das wird super. Okay. Ich habe ein bisschen Angst vor dir, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe wirklich Angst vor dir. Aber gut. Hi. Ich bin einer der drei Commander von Team Galactic. Wir werden eine neue Welt erschaffen. Eine Welt, die besser ist als diese. Aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut. Du verstehst das auch nicht, oder? Das macht mich traurig. Kämpfen wir, um zu sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden. Wenn ich gewinne, verschwindest du hier. Gewinnst du, wenn wir Team Galactic verschwinden. Warte mal, das ist eine Frau, oder? Ich glaube, ich habe dir mit der falschen Stimme gesprochen. Ist egal. Okay, du hast zwei Pokémon. Oh, natürlich ist eins davon Zubat. Ah, das ist auch schon Level 14? Ach, du Heiliger. Okay. Gut, Snickers. Zeig, was du kannst. Jetzt bist du ja entwickelt. Jetzt machst du... Oh, ja. Ach so, das war ein Volltreffer. Nein! Oh, Gott. Ich hatte gerade Schiss. Wisst ihr, was ich gerade für Schiss hatte? Oh, mein Gott. Das Toxin hat mich getroffen. Das ist ja erst ab X und Y und so, glaube ich, dass Gift-Pokémon mit Toxin immer treffen. Alter, hätte der getroffen und hätte dieses Skuntank mich hingehalten, das... Oh Gott, das wäre nicht gut ausgegangen. Du hast einen Schnurrgast? Du hast gar keinen Skuntank? Ach so! Stimmt! Ich habe da mal nämlich im Let's Play von gesehen, der bei Diamant der erste
Commander hat einen Skuntank. Ah, das heißt. Ah, okay, gut, dann habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Ich habe ja Tempo-Hieb. Ha! Oh, fette Katze. Schnurgas ist wirklich hässlich. Das ist keine Finte. Na gut, das dürfte nicht so stark sein. Dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, macht es trotzdem 6 Schaden. Aber gut, dieses Schnurgas ist kein Problem für meinen Snickers. Snickers hat den Tempo-Hieb. Oh nein, du hast auch eine Beere. Ach so, sind sie eine Beere. Und deine Finte kann mir eigentlich nichts anhaben. Also, pff, selbst mit dem Volltreffer dürftest du meinen Snickers nicht plätten. Na gut, Schnurgast, friss den Tempo-Hieb. Oh ja. Oh, es lebt immer noch. Schnurgast, Zögerst und ich nass. Aber kann das ein Ding nur Finte? Ich würde ja wenigstens mit einer normalen Attacke angreifen. Das wäre wenigstens ein Step und würde normal effektiv sein. Aber gut. Wenn du mit Finte angreifen willst, ich habe da kein Problem mit. Volltreffer. Oh, super, Snickers. Ich bin so stolz auf dich. Ja. Okay, Schnurgast wurde besiegt. Und 627 Erfahrung. Das ist ja sowas von Level Up. Oh ja. Ich glaube, auf Level 15 oder 16 lernst du Flammenrad. Ich glaube, 16. Ist das gleich noch ein Level Up? Nee, schade. Wäre cool gewesen. Commander Mars wurde besiegt. Unfassbar, ich habe verloren. Du dreiste Rotznase. Befinde ich mich so mit solchen Worten um dich? Ups, da habe ich aber ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Ich habe den Kampf genossen. Und nun verabschiede ich mich und ich verschwinde von hier. Fürs Erste. Hallo. Team Galaktik. Sie sagen, sie müssten einfach Pokémon Energie sammeln, egal wie. Sie wollen damit ein neues Universum schaffen. Das sagen sie wenigstens. Aber alles, was sie sagen, gibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für deine Hilfe bin. Nun kann ich endlich wieder zu meiner kleinen Tochter. Ja, da ist sie schon. Papa! Ey, Papa, du stinkst. Geh duschen, Igitt. Wieso stinkt er? Oh, tut mir leid, ich musste ohne Unterbrechung für sie arbeiten. Kleines Mädchen. Danke, Trainer. Du hast die ganzen bösen Leute weggejagt. Nun kommt das Ballon-Pokémon bestimmt wieder. Oh ja, das Ballon-Pokémon. Was, sagst du das oder was? Du hast ja gern... Nee. Das wird aber am Freitag kommen. Oh Gott, ich will so gern Drifloon haben. Oh ja, das wird so toll. Morgen ist doch Freitag. Ja, heute ist Donnerstag, wo ich das aufnehme. Heute ist Donnerstag. Die Folge kommt am Mittwoch oder am Samstag. Ich werde mich hier hinstellen, weil das Drifloon steht dann, glaube ich, hier oder so. Gut, dann... gehe ich mal hier hin. Und ich würde sagen, das war's dann für heute bei der Pokémon Pay Redlock Challenge. Im nächsten Part werden wir Drifton fangen und oben auf der Route noch ein neues Pokémon. Und beim Honigbaum, den darf ich nicht vergessen. Das heißt, 3 Pokémon wird es vermutlich in einem Part. Das wird ziemlich cool. Das heißt, wir werden unser Team Stück für Stück weiter aufbauen. Und dann werden wir oben in die Route gehen, auf die Route und in den Wald hinein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.